Hallo und willkommen zu einer Folge an Dezember. So, wir gehen weiter in die nächste Etage des Tempels und wie gesagt, eventuell sollten wir heute auch eigentlich dann hoffentlich schaffen, den abzubinden, so gesehen. So, Tempelgrabsteine überprüfen. Okay. Zündet das Kohlebecken, um die Umgebung zu erleuchten und richtet euer Herz an dem Licht aus. Sprecht nicht mehr als das anerkannte. Irgendwelche Kohlebecken. Wenn ihr schon irgendwie Kohlebecken anzünden, erstmal besiegt den Riesenkampf-Golem. Ja, das habe ich auch gerade aus den Grabsteinen ausgelesen, dass ich das jetzt machen soll als nächstes. Genau das stand da drauf. Ich soll den Riesenkampf-Golem platt machen. Wahrscheinlich ja Fluch sein. Wir sollen dran gerne kurz hin. Jetzt ist ein Herr, der hält noch weiter, ist in der Sackgasse? Ja. Ist die auch eine Sackgasse? Ja, weiter Grabstein. Das ist aber wieder ein Text. Ja, komm, ey. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ist der Gegner eigentlich aktiv hier? Nee, ne? Doch. Super. Jetzt ist schon, wahrscheinlich laufen wir jetzt so, dann müssen wir da noch ganz einmal außen rumrennen. Da oben ist dann wahrscheinlich der Ausgang in die nächste Ebene. Schnelligkeit, wenn er mit. Ich glaube, er ist ganz schnell zum Typen hätten, den wir töten sollen. Rekato ist auch schon fertig. Und da. So. Ganz einfach. Noch irgendwas hier? Suche den Bereich des Torhüters. Da ist das jetzt. Ja, okay, da ist wieder ein richtiger Boss. Aber okay, wir werden mal gucken. Scheiß auf Kudan oder irgendwas. Ne, oh ja, spawnt er gleich, oder? Mann, ich will erst Kudan. Ey, bin ich da irgendwie dumm? Kann ich ja Steuerung vielleicht drücken? Nee, mein Gott. Ist auf jeden Fall das extra Raum hier, wird ja jetzt nicht irgendwie nichts passieren. Wahrscheinlich spawnt jetzt der Torhüter. Wir besiegen ihn, aber geht das Tor auf. Guten Tag. Deutschen. Nur alter Space um mich herum. Ich weiß gar nicht, was davon eher ist, ey. Spielt ja alles nur rum. Aber war es auf jeden Fall nicht so schwer. Wer ist für ein Torhüter? Es war aber irgendwie ein Stück Strom, wo Steine rumfliegen. Das war der Torhüter. Nee, eigentlich nicht. Okay. Du was sagst? Dann gehen wir weiter, ne?
Also wir haben Level Up. So. Tatsächlich kommen wir überhaupt nicht weiter, dann erstmal hier noch ein paar Punkte rein. Bis ich irgendwann vielleicht mal wieder Mana-Probleme habe. So, dann gehen wir jetzt darauf. Ein Punkt noch. Dann ist der Baum auch durch. Oh, warte. Wir müssen oben noch was machen. Okay, wir gehen jetzt hier durch weiter. Was, wo sind wir jetzt? Was ist passiert? Okay, worüber wir jetzt sind. Sehr. Wir haben ja eine Teleportationsmagie, wir nicht. Wieso mussten wir dafür einen Hüter töten und alles und sie durchkämpfen und die können sie einfach hier hochporten? Ist doch voll unfair. Wo sind wir jetzt überhaupt? Sind wir noch irgendwo? Wir sind quasi jetzt. Doch, wir sind jetzt gerade im nächsten Gebiet. Ne, wir sind da, ne, wo der Pfeil ist, ne? Doch, ne, wir sind im obersten Stockwerk. Da sind wir jetzt gerade, oder? Weil da das Ding ist. Was ist das für ein Ding, das Zeichen? Keine Ahnung. Okay, wir reden erstmal mit ihm. War das jetzt nicht der. Also, wieder sah er nur genauso aus. Aber war es nicht der Typ, der uns quasi der uns die Seuche da behandelt hat? Zumindest sah er da irgendwie so ähnlich aus, oder nicht? Würde ich das fast behaupten. Okay, wir sollen meine Rückrufrolle zurück. Erstmal nehmen wir noch was an mit den Nebenquests hier unten an. Ein Postfach, alles klar. Achso, jetzt ist das Ding. Das ist jetzt quasi das Nebenquest da gewesen. Oh, gut. They say Salvus was found at the Silvery Frost Valley. We cannot fail in this. All troops, except for the bare minimum to protect the camp, will be deployed. Let us join forces for the greater good. Okay. Sprechen mit Erics. Wo ist denn Erics? Ja. Ist genau daneben. Ja, sein Sohn, da kann sie einfach irgendwie gerade wegporten. Ich weiß nicht, wie du in die Ecke drängen willst. Wenn sie sich aber wieder wegporten kann, bringt das eigentlich nicht viel, oder? No need to get nervous. All of the elite soldiers who were trained by William and I are participating in this mission. And of course, I'll be there as well. If you fall into trouble, I'll come save you. Ja, aber wie gesagt, ich muss sagen, ich finde es jetzt irgendwie aber gerade tatsächlich ein bisschen schwachsinnig. Muss jetzt von da aus hin? Ah, jo, stimmt, jetzt waren wir quasi da oben drauf und das war, da ist jetzt der Weg quasi von der Wegmarke aus. Aber ich sage, ich finde es gerade irgendwie echt so ein bisschen schwachsinnig, dass wir uns echt quasi da hochkämpfen mussten irgendwie so einen Wächter platt machen und bla bla bla. Und die anderen beiden da, Salve steht da oben schon, der andere port sich nur kurz rein, das nächste das Ding port sich wieder raus und wartet uns 30 Sekunden zu sehen, das war glaube ich wieder auf diesen komischen Heiden da oder so. Und der andere port sich da auch weg und wo ich mir denke, warum können die sich da einfach jetzt hochporten? Wieso mussten wir uns jetzt da hochkämpfen? So, what the fuck? Dass die sich da einfach hinporten können, so. Natürlich auch perfekte Timing, ne? Wir kommen natürlich genau dann an, rein zufällig auch nur, weil nicht jetzt geplant oder so, wenn die beiden oben auch gerade sind. Weil wenn wir mal so 10 Sekunden später gekommen, wären die ja schon beide weg gewesen, wieder gefühlt. Das ist schon so ein bisschen, naja. Kann man sich nur bestreiten, ob das jetzt storymäßig sinnvoll war oder nicht. Okay, aber auf jeden Fall sind wir dann jetzt im letzten Gebiet. Gleich, also noch so wenig. Ne? Ja. So. Jetzt sind wir im letzten Gebiet des Abs. So, was hast du zu sagen hier? Ein bisschen gut da. Runehunter, the Aethros Knights are blocking our path for some reason. Did you notice anything odd during your stay at Calacorda?
Oh Leute, das habe ich zweimal geklickt, habe ich das übersprungen, was der. Nee, er wurde angegriffen. Okay, ich habe schon wieder, ich habe jetzt übersprungen, was der gesagt hat. Aber da waren wir schon, hier waren wir gerade. Hä? Okay. Keine Ahnung, ist einfach wieder weg. Wo muss ich hin? Da unten müssen wir entsprechend mit den nächsten Medizin-Typen. Okay. Vier Level zurück jetzt, ne? Das hat mich interessiert, mir waren, wie gesagt, im letzten Gebiet waren wir zwei Level ganz halt, sagen wir vier. Würde mich interessieren, wenn wir im nächsten Gebiet ankommen und ob ich dann quasi echt sechs Level zurück bin, so gesehen. Aber wenn das weitergeht, haben wir irgendwann ein Problem auf jeden Fall. Wenn wir Pokerpiet immer wieder immer zwei Level weiter zurückfallen, muss ich auf jeden Fall irgendwann mal aufholen. Werden wir dann sehen. Oder. Jetzt irgendwie weiter. Oh ja, ich glaube, die war's an. Das verbindet sich einfach wieder. Wäre ja spannend, als nächstes der Cyber-Side, ob das quasi der Endboss von dem Kapitel ist. Ich würde mal einfach mal behaupten, auch rein von der Szene her, war er jetzt nicht unbedingt der Böse, der da war. Es war ja eher der andere Typ, der das Ding da geklaut hat. Aber auf jeden Fall muss er was sagen, muss er zwischendurch vorgefallen sein, dass sie jetzt. Ich weiß nicht, also gefühlt war es ja, sie sagte eigentlich der Typ, der uns geheilt hat. Zumindest vom Aussehen her, aber ich glaube irgendwie nicht, dass der so mit dem ist. Ich glaube, es sah davon irgendwie ähnlich aus. Würde ich fast behaupten. Ja, wo ist denn der jetzt gerade? Muss ich echt hier zickzack wieder rennen? Bestimmt, weshalb wir haben den Wegmacher noch nicht mal gefunden. Das heißt, wir haben noch nicht mal irgendwie die. Wobei, ich habe schon die Hälfte der Map erkundet, aber. Ich mache es echt immer so, ist er meistens noch irgendwo in der Mitte. Da ist der Wegmacher. So, okay, Map ist an sich schon fertig. Ah, da unten ist auch der Ausgang. Was für ein Ausgang da wohin? Was für ein Ausgang wohin? Ah, nee, es ist, doch, hä? Ich würde sagen, das ist hier so ein Portal zum Bossraum, aber das wäre ja nichts als Ausgang markiert. Frag mich nur gerade, was das für ein Gang ist, wenn hier eigentlich nichts mehr ist. Mal gucken. So, alle Gegner hier mitnehmen. So, tiefes Tal. Weise sind wir ja durch, aber ist hier oben noch irgendwas hinter dem Ding quasi? Weiß, kann ja sein, dass hier irgendwas sowas hintergeht, das sieht man nicht mehr, aber sieht eigentlich so aus. Ne? Mal schauen. Captain Kristen und Salvus are planning something together up ahead. Ach komm. Captain Kristen und Salvus are planning something together up ahead. Something feels off. So please be mindful when you take action. Ja, Reise tiefes Tal. Wo sind wir jetzt? Okay, einmal nach hier oben. Wie es aussieht. Naja. Ja, da ist aber der Bossraum.
Okay, gut, also es ist auf Cooldown, also nicht auf Cooldown, so rum. Von daher gehen wir einfach rein, ne? It's been a while, Rune Hunter. I didn't expect to see you here. I suppose this is our fate as well. I really don't know what you're after, but it is clear that we're heading in different directions. Ist das denn clear? I do not plan to yield, and I'm sure you are the same. Meaning, there's only one option left. Alles klar. Wir haben es ja alle Bösen platt gemacht. Wir gehen in unterschiedliche Richtungen. Also, wer mir sagen, dass er die Bösen retten will, wenn wir in unterschiedliche Richtungen eingehen. Alles klar, hat er gerade selber zugegeben, ne? Er ist für die Bösen. Ah, erstmal meinen Toten austauschen, das wollte ich gar nicht. Mein Gott. Sollen wir nicht hin und her supporten? Das ist irgendwie unangenehm. Alles mal Fisch und tot hier, Alter. Ich werde mal so besser mein Gift platzieren. Bin ich mal wieder am Range hier. Wenn ich so lieblich hier machen. Gott. Oh Gott, ey, weg. Oh, 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 oh. Da werden wir stehen, perfekt. Oh. Au! Au! Das ist zu groß, aber immer. Lol, okay. Ja, aber tatsächlich, wenn ich in der Mitte von diesem riesigen Bereich stehe, wie soll ich denn da rauslaufen? Aber tatsächlich, hier bin ich mich diesmal wieder mit einer Wiederbelebungsschriftrolle. Das ist mir. Der war ja quasi, der ist ja fast tot. Aber es war ja auch gerade, naja. Also, ich habe mich gerade rausgeportet, dann habe ich durch den Port quasi das nächste Feld reingeportet und muss mich wieder rausporten. Und dann stehe ich in der Mitte von diesem riesigen Feld, wie soll ich denn da noch rechtzeitig rauskommen? ETF, ey. Aber ich glaube, dass ich richtig gesehen habe, konnten wir ganz links stehen, ohne getroffen zu werden, oder? Weil wir kennen ja beide nur bis hier, oder? Also sah das nur so aus. Hä? Ich hab gedacht, ich muss gerade warten, bis ich die Schriftrolle einsetzen kann, weil ich habe auch die Schriftrolle aufgedrückt, ist nichts passiert. Da muss ich auch noch abwarten, dann. Ja, auch gut, schade. Dann müssen wir es doch nochmal von vorne machen. Hä? Okay, ich habe gerade echt gedacht, das wäre quasi gut, damit ich dann die Rolle einsetzen kann. Ich wusste nicht, dass ich sofort in der Stadt lande. Naja, dann machen wir doch noch von vorne alles. Schade. Ich ein bisschen Speed. Ding ist, ich habe eigentlich noch ein paar Tränke im Inventar, die ich noch einsetzen kann. Ich habe auch dafür zum Beispiel noch so einen Stärketrank, der mehr Damage gibt. Den kann ich gleich aber mal einsetzen. So, warte mal. Kurz runterscrollen. Nämlich die hier. Sonst habe ich aber keine komischen Tränke dabei, ne? Nee, aber können wir die trotzdem einsetzen? Auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden für 2 Minuten, 40% mehr Schaden. Hey, kann ich den einfach so einsetzen? Im Inventar muss ich den jetzt echt annehmen. Gut, dann nehme ich halt die da raus. So. Habe ich den jetzt eingesetzt? Oder habe ich ihn doch schon eingesetzt? Oder? Nee, warte mal. Das ist der Schwierigkeitsdrang. Okay, ich kann nur ein Elixier einsetzen und das ist jetzt quasi auf. Nee, ist dasselbe noch. Hä? Habe ich den gerade ausgetauscht? Ich habe gerade auf Anlegen gedrückt. Anlegen. Anwenden. Ah, weil es auf Aktienzeit ist. Toll. Und jetzt ist es da rein, mir auch egal. Dann mache ich jetzt einmal so, dann mache ich so, und dann mache ich so. Dann gehen wir wieder rein. Halt, nee. Schild anmachen. So, voran. So, next 2. Der schon in die Mitte oder was? Ich muss ja am besten ganz nah bei ihm stehen, ja, das wäre auf jeden Fall schlau gewesen. Vielleicht nicht schnell irgendwie rumrennen. Also wieder regenerieren hier. Schön nah in die Brumme rennen. Bin ich auf einmal so schnell, das passiert.
Er ist so schnell. Auf damit. Schafft. Einmal reingekackt, aber egal. I have to admit, you're certainly no slouch. Muss Kopf ab. You definitely have great potential. You're young and you have the bravery to push forward. But even the most talented people have the tendency to overlook things. As you follow your path, try to look back once in a while. Das haben wir mit einem Stock in einem Kopf ziehen lassen, Alter. Das war es jetzt, wie wir besiegt werden quasi. Hat einen Schwachsinn, ne? Wo ist denn der Boden hin? Aber überhaupt der Boden ist gerade grafikfehlermäßig nicht vorhanden. Wenn der gerade die Untoten beschworen oder wie? Wenn ich es richtig gesehen habe. Und den Mond färbt der grün ein. Wo bist du eigentlich, davon mal abgesehen? Warum war ich nicht alleine hier, wo ich gerade bin? Frag mich immer noch, wie das alles mit dem Typen zusammenhängt. Der hat jetzt seine Vergangenheit vergessen. Das wird er bestimmt einfach nochmal so richtig so, boah, was? Das ist irgendwie so ein wichtiger Typ eigentlich und sonst irgendwas sein, bestimmt. Der wird ja bestimmt noch übelst relevant irgendwann sein, der wird ja nicht einfach irrelevant werden, der Typ. After the Pagans created the Plague Cloud, Bellatus experienced multiple land-shifting earthquakes. But when the plague that haunted Bellatus disappeared, the dead began to come back to life. Das ist doch schön, wenn die Toten wiederkommen. When you did not return, even after all of the other militias arrived, Favina realized that something bad had happened to you. Scouts were sent out to find you, and it was discovered that Salvus held you captive. You were put in a solitary room in Calicorda. In order to save you, you remained unconscious. The militia and Pan headed towards Calicorda. Please come in. Thank you. Wake up. Open your eyes. Come on, please. This won't do. Hold on. Ich finde, dass unser Gefängnisaufenthalt immer nur so 10 Sekunden gehen. Okay, aber hier machen wir dann mal morgen weiter. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.